Also das Forschungsbericht Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus ermöglicht seine Leser und Leserinnen, Emile Burley in drei sehr wichtige Kontexte zu folgen. Die erste Dimension, das sind die Kriegsgeschäfte. Und dann, wir haben in dieser erster Teil des Berichts die Unternehmensgeschichte der Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon, die also zukünftige Oerlikon-Burley-Gruppe rekonstruiert. Dann man kann der Aufstieg dieses Firma folgen als KMU am Anfang der 20er Jahre bis zum größten Familienkonzern der schweizerischen industriellen Standort. Und dann natürlich, wir folgen auch die Märkte, die Waffenexportmärkte von Emile Burley überall in Europa, in Überseegebiete. Und dann mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zuerst alliierte Märkte und dann der Fokus auf NS-Deutschland. Aber auch sehr wichtig in dieser ersten Teil sind die Nachkriegsexportmärkte der WO, insbesondere in der Richtung USA und neue dekolonisierte Länder. Dann mit diesem ersten Teil, das stellt wirklich die kriegerische Kontexte für den sozialen und dann Aufstieg von Burley, auch sein Reichtum und natürlich auch seine Sammeltätigkeit. Im zweiten Teil Netzwerke, und ich denke, das ist der zentrale Teil von Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus, weil wir rekonstruieren dort und dann wir analysieren den sozialen Aufstieg von Burley, seine Einbettung in deutschfreundliche Netzwerke in Zürich und auch seine internationale Anerkennung nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine solche Rekonstruktion seiner sozialen Oberfläche, seiner Surface Sociale, wie Pierre Bourdieu sagen würde, ist ganz neu, weil die Fokussierung selbst auf Burley hatte lange diese Milieu- und Netzwerke vernachlässigt. Und ich erlaube mich ein kurzes Zitat von Hans-Ulrich Jost im Schwarzbuch Burley 2015 zu lesen. Die Burley-Story nimmt im öffentlichen Bewusstsein einen derart markanten Platz ein, weil sie stellvertretend die mit doppelter Moral und spitzfindiger Neutralitätspolitik operierende Wirtschafts- und Politik repräsentiert. Doch, indem diese Problematik auf einige wenige Personen projiziert wird, hat sich ein dichter Schleier gebildet, der es anderen, ebenso belasteten Akteuren erlaubt, sich diskret ihrer Verantwortung und der Publizität zu entziehen. Also für mich dieser Zitat von Hans-Ulrich Jost aus der Universität Lausanne aus der Universität Lausanne war sehr wichtig. Und dann wir haben versucht, diesen dunklen Schleier also unter diesen Schleier anzuschauen und dann diese Netzwerke zu Licht zu bringen. Und dann man sieht zum Beispiel in diesem Teil die sehr enge Verflechtungen zwischen nicht nur Bankenmilieu in Zürich, aber auch die Zürcher Kunstgesellschaft. Und die personellen Verflechtungen von Burley mit solchen Leuten sind zentral in diesem Teil. Und das ist ein Kern, also neue Erkenntnisse dieser Studie. Der dritte Teil, Translokationen, also fokussiert sich auf die Entstehung der Sammlung Burley, also die Kunstkaufe von Emile Burley. Hier, wir machen keine Provenienzforschung, wir schauen nicht auf die einzelne Geschichte von diesen Kunstkäufen, aber dann wir schauen an die Geldflüsse, die ermöglichten diese Kunstkäufe, die Strukturen der Kunstmärkte in der Schweiz und im Ausland, wo Emile Burley tätig war, und auch sehr wichtig, die Intermediäre, die ermöglichten diese Kunstkäufe. Dann wir können die Gesamtsammeltätigkeit von Emile Burley rekonstruieren und oft diese Sammeltätigkeit, also die Diskussion und Kontroverse über diese Sammeltätigkeit, fokussiert sich fast ausschließlich auf die Periode des Krieges, also Raubgut, Fluchtgut sind hier die Reizwörter. Aber ein Gesamtblick über diese Kunsttransaktionen existiert noch nicht. Und dann wir bieten außerhalb dieser Sammlungstätigkeit auch ein neues Blick auf die Umwandlung der Kunstmärkte wegen dieser tragischen Periode, wo die NS-Verfolgungs- und Enteignungspolitik
also provoziert wirklich eine Umwandlung der Kunstmärkte. Also jüdische Sammlungen sind enteignet, neue Werke kommen auf den Markt überall, in Europa, aber auch in der Schweiz. Und dann die Verschiebung der Gravitationszentren des internationalen Kunstmarkts in der Richtung USA und London sind auch sehr wichtig für diese Sammeltätigkeit, weil wir wissen, Emil Bührle sucht neue Märkte für seine Waffen in der Nachkriegszeit in der Richtung USA, aber kauft auch dort und auch in London sehr viele Kunstwerke. Dann mit diesen drei also Teilen, wir können wirklich drei verschiedene Sichtpunkte parallel werfen auf Emil Bührle. Die Langfristigkeit ist auch hier sehr wichtig, weil wir gehen viel weiter als die UEK-Arbeiten, die in 1945 stoppen. Und das ist nicht eine Gesamtgeschichte der Bührle-Dynastie, der Bührle-Firma und dann der Bührle-Sammlung. Aber dann mit dieser Dreiteilung, wir haben nicht nur eine Synthese geliefert, aber wirklich neue Erkenntnisse ans Publikum geliefert. Also es ist klar, dass Emil Bührle kommt aus einer rechtskonservativen deutschen Ecke. Also er ist Soldat, dann Mitglied ein Freikorps. Er ist eingebettet in diese Revanchisten-Netzwerke der verdeckten Aufrüstung während die Weimar-Periode. Und er ist immer im Kontakt mit der Rüstungsmilieu in Deutschland vor und nach der Eroberung des Macht durch die NS-Regime. Er ist auch sehr nah an deutschfreundliche Netzwerke in der Schweiz. Am Moment selber, wo er versucht, sich also zu einbetten in diesem Milieu, dann das ist ein wenig der Paradox mit Bührle. Er ist immer sehr nah an Deutschland, aber versucht auch ein wenig eine gewisse Autonomie zu bewahren. Und Deutschland ist nicht nur sehr wichtig und zentral während dem Zweiten Weltkrieg, aber am Ende der 40er Jahre Bührle geht zurück nach Deutschland und beteiligt sich an einige industrielle Joint Ventures mit großen Firmen, wie der Flick-Konzern, nochmals im Rüstungsgebiet, also wie mit der Pulverfabrik Dynamit Nobel. Dann Deutschland ist wirklich ein roter Faden vor, während und nach des NS-Regime, aber man könnte nicht sagen, dass Bührle ein Nazi war. Er kommt wirklich aus dieser rechtskonservativen Ecke, aber er versucht auch immer eine so Autonomie und dann zu schaffen gegenüber Deutschland. Was wirklich wichtig ist, ist sein gnadenloser Opportunismus. Er hat kein Problem, also die Alliierten zu liefern und einige Monate später Deutschland. Und er hat auch keine Probleme also mit einem jüdischen Anwalt aus Zürich, Wladimir Rosenbaum, Waffenlieferungen für die Spanische Republik, also ein Feind von NS-Deutschland, zu organisieren am Ende der 30er Jahre. Wenn man kommt an die Judenpolitik, also die NS-Verfolgungspolitik, es ist schwierig zu finden, also Aussage von Bührle über dieses Thema. Wir haben während der Forschung nur eine also private Korrespondenz gefunden, wo Bührle spricht mit einem antisemitischen Satz über, also er benutzt antisemitische Klischee. Aber was klar ist, ist auch seine Nähe an verschiedene jüdische Akteure vor, während und nach dem Krieg. Sein Name taucht ab, zum Beispiel in eine dubiose Rettungsaktion für ungarische Juden um 1944. Das war mehr eine Image, also Taktik für ihn. Und das, was zentral ist, ist seine Beziehungen und Verflechtungen mit jüdischen Kunsthändlern in der Schweiz, in Europa und dann in den USA. 9 aus den 14 größten also Kunstintermediäre von Bührle waren verfolgte jüdische Kunsthändler, die sollen also die müssten Österreich oder Deutschland fliehen, entweder in der Schweiz oder in London oder in New York. Dann das ist wirklich dieser Paradox. Er ist gesehen als ein sehr konservativer Mann, aber am Ende seine ganze Sammlungstätigkeit, also
ist eng verflechtet mit diesen jüdischen Kunsthändlern auf dem internationalen Kunstmarkt. Emil Bührle hat einen rasenden sozialen Aufstieg gemacht am Ende der 30er Jahre. Und dann er war extrem integriert, also in den Zürcher Eliten, auf die wirtschaftliche Ebene, auf die kulturpolitische Ebene durch seine enge Verflechtungen in der Zürcher Kunstgesellschaft, aber er hatte auch sehr viele politische Kontakte. Ich denke, dass der Kern seiner Integration in dieser Elite, das ist einfach Geld, also die massive Geldflüsse, die er hat zur Verfügung am Anfang des Zweiten Weltkriegs. Und es macht ihn ein interessanter Mann für verschiedene Milieus. Insbesondere die Banken sind extrem begeistert von Bührle, als sie versuchen, Kontakt mit ihm zu machen. Also sie machen Geschäfte mit ihm, diese ominöse Geschichte, diese Toggenburger Textilfirmen. Es gibt eine Vertrauen, also die Kauftransaktion kommt durch einen wichtigen Bankier der UBS, Alfred Schäfer. Und dann natürlich die Bank Loi und dann Franz Meyer-Stünsi, der Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft und ein Alt-Zürcher, der eine zentrale Rolle spielt in die deutschfreundlichen Netzwerke in Zürich, sind sehr wichtig, um die Integration von Bührle zu ermöglichen in Zürich. Auf die schweizerische Ebene, es gibt eine Mischung von Begeisterung von Bührle, aber auch Widerstand. Man kann sehen, dass in der Schweizer Armee zum Beispiel der Generalstab von General Guisan sagt, dass Bührle ist eine gefährliche Person. Er steht als Finanzmann von diesem anpasserischen Milieu, die hinter die Eingabe der 200 steht, also nicht direkt in der Politik beteiligt, aber es gibt auch Widerstand gegen Bührle in einige industrielle Milieu in Schaffhausen, zum Beispiel die SIG versucht Bührle, also sich gegen Bührle zu wehren. Dann auf die schweizerische Ebene, Bührle ist nicht wirklich Teil der nationalen Elite, aber in Zürich, seine Person und dann seine Familie sind extrem gut eingebettet in die lokale Zürcher Elite. Und ich denke, es gibt einen Mythos, dass Bührle als eine Art Außenseiter war nie wirklich akzeptiert. Aber was wir zeigen, dann das, was wir könnten also zeigen, in Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus ist wirklich die breite Akzeptanz von Bührle in verschiedenen Milieu. Außerhalb der rechtsbürgerlichen Milieu, er hat auch sehr gute Kontakte mit der Spitze der Sozialistischen Partei in Zürich. Er arbeitet mit drei SP-Stadtpräsidenten. Er kann SP-Politiker mobilisieren für seine kulturpolitischen Zwecke. Und dann er bleibt gleichzeitig eine Hassfigur für die Linke in Zürich und in der Schweiz. Aber das ist wirklich ein Mann, der wusste sich, also wie er konnte sich also einbetten in diese Elitenmilieu. Er war auch bewusst über, dass er war eine kontroverse und Hassfigur, aber er bleibt am Ende eine prägnante Figur der Zürcher Elite des 20. Jahrhunderts. Also wenn ich gehe zurück zu die Dreiteilung des Berichts Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus, ich denke auf die Unternehmensseite, wir haben nicht alle Ecke des Bührle-Konzerns also wirklich anschauen können und dann neue Erkenntnisse sind danach gekommen, zum Beispiel diese Frage der Zwangsarbeit in den Textilfirmen, die Bührle kauft während des Zweiten Weltkriegs. Dann diese ganze Diversifikationsstrategie, es gibt noch Dinge zu tun. Auf die Ebene der Einbettung von Bührle in der Nachkriegszeit, es gibt noch unbeantwortete Themen im Rahmen zum Beispiel der Beziehungen mit Frankreich und Großbritannien oder, wie ich vorher gesagt habe, über die Kontakte von Bührle
mit deutschen Firmen in der Nachkriegszeit. Wir haben das kurz erwähnt, aber das bleibt ein Forschungsdesiderata. Die Sammlungstätigkeit von Burle, also natürlich unsere Studie, also bringt keine Provenienzforschung, dann diese Frage wird Provenienzforscher und Forscherinnen in den nächsten Monaten oder sogar Jahren beschäftigen. Aber dann, ich denke, dass wir bieten am Ende mit diesem Bericht eine solide Basis für zukünftige Forschung und dann Arbeiten über die Burle-Firma-Sammlung und die Burle-Dynastie. Ein wichtiger Forschungsdesiderata ist die Geschichte dieser deutschfreundlichen Schweizer Eliten, wo Burle eingebettet ist im Zweiten Weltkrieg. Also durch im Bericht Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus, wir folgen Burle in diesem Milieu, aber dieser Milieu sollte sicher also der Fokus von mehr Forschung sein. Man könnte auch besser verstehen, wie die Schweiz kann vom Zweiten Weltkrieg in der Nachkriegszeit also eine Position finden. Und dann natürlich, wir brauchen eine längere Geschichte der Burle-Dynastie, die WO-Firma bis Ende der Oerlikon-Burle-Gruppe bis Ende des Kalten Krieges und dann die Sammlungsgeschichte ab 1960. Elemente für eine solche Geschichte existieren, zum Beispiel in die Burle-Saga von 1986. Aber eine Geschichte der Burle-Dynastie nach Emil Burles Tod bleibt ein Forschungsdesiderat.